Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Melodie Box von Crow. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Melodie von Crow, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine quadratische Box. Wir haben hier auf der Oberseite eine Wackelkarte, eine quadratische Wackelkarte. Da können wir sehen, je nachdem von welchem Winkel wir das betrachten, bewegt sich hier diese Büste und auch der Kopf, also diese Pandamaske. Also es ist wirklich wie so eine Statue von irgendwelchen alten, ja, historisch wichtigen Personen. Eine Büste hier von Crow. Wir kennen es natürlich an der Pandamaske, die hier mit gesenktem Haupt aufgesetzt ist. Crow Melodie lesen wir hier dann noch in goldenen Buchstaben. Um die Seiten ist das Ganze in weiß gehalten. Hier lesen wir dann auch wieder in Gold Crow Melodie. Darunter dann die Katalognummer von Chimperator. Hier ist das Ganze in weiß. Und hier auch wieder weiß mit diesem goldenen Schriftzug. Auf der Unterseite haben wir die Büste in diesem Fall von hinten, allerdings ohne Wackeleffekt. Oben rechts gibt es dann noch einen Barcode. Und dann lesen wir hier einerseits die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks und exklusive Bonustracks. Die werden aber jetzt hier nicht aufgeführt, sondern einfach nur exklusive Bonustracks benannt. Crow, Badetuch, Poster, Sticker, extra CD mit allen Instrumentals. Also, das sind die Inhalte der Box und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Beteiligten des Albums. Alles klar. Dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen in schwarz gehalten. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Handtuch. Dann haben wir das Album an sich, einen Sticker sowie ein Poster. Gut, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Machen die Box zur Seite. Und nachdem hier nur das Handtuch in Folie ist, werden wir dieses Mal hier aus der Folie holen. Sie ist stark komprimiert, also hier wirklich so zusammengeschweißt, mehr oder weniger. Ist gar nicht so einfach, aber jetzt. So, das Ganze geht dann hier auf. So, dazu kommen wir dann noch. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Auch hier wieder ein graues Cover mit dieser Büste, allerdings auch hier wieder ohne Wackeleffekt. Es ist das zweite Soloalbum von Crow. Es kommt in einem Super Jewel Case. Hier lesen wir Crow Melody Premium Edition. Und auf der Rückseite gibt es dann wieder die Tracklist. So, wir haben hier jetzt insgesamt 17 Stück an der Zahl. Bedeutet, die Bonustracks sind jetzt hier wirklich auch aufgelistet und durchnummeriert. 14 waren es vorher, jetzt haben wir hier 17 Stück. Und wir haben hier ein Feature von Dahuan. Bonus-CD mit allen Instrumentals. Ansonsten hier noch die Beteiligten, die Credits und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes ins Booklet. Was haben wir hier? Wir haben hier die Lyrics, sehr schön. Also das Booklet hier, sehr textlastig aufgebaut. Wir haben hier pro Track die gesamten Lyrics. Und das Ganze ist dann auch unterlegt mit so wunderbaren Zeichnungen. Wenn ich mich richtig erinnere, also die Fotos gibt es natürlich auch, aber ich glaube, diese Zeichnungen, wenn ich mich richtig erinnere, sind sogar von Crow selbst gemacht worden. Also die Sachen hier stammen von Crow persönlich. Jawohl. So sieht das aus. Dann haben wir hier eine Doppelseite mit einem Foto vom Künstler. Weitere Lyrics
und weitere Fotos bzw. Zeichnungen. Jawohl. Zum Abschluss gibt es ja noch die Credits zum Album. Wer war daran beteiligt, wer hat produziert, all das kann man hier nachlesen. Und dann haben wir noch eine umfangreiche Danksagung. Jawohl. So sieht das aus. Auf der Rückseite gibt es ja nochmal die Panda-Maske von Crow zu sehen. So sieht dann die Album-CD aus. Crow Melody Premium Edition lesen wir auch hier. Und auf der Rückseite, also unter der Album-CD, haben wir dann die Instrumental-CD. So sieht das aus. Crow Melody Instrumentals. Und auch hier wieder die Büste. Dann packen wir die CDs wieder mit rein. So, dann haben wir mit dabei das Handtuch. Das war eben in so einer Folie und ist ganz stark komprimiert. Wir haben hier einmal zu oberst so einen kleinen kreisrunden Pappaufleger hier mit der Crow-Maske wieder. Und es ist wirklich komplett, also auf der Unterseite auch nochmal, okay. Es ist hier komplett zusammengepresst. Also sieht man echt selten, aber man kann mit der notwendigen Kraft, mit der Gewalt, kann man hier wirklich ein Handtuch auf so eine minimale Größe hier zusammenstampfen. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich da irgendwie dran ziehe oder so. Man muss das in Wasser legen. Also ich kann, beziehungsweise, wer weiß. Ah, oh ja doch. Ich glaube, es funktioniert. Auch ohne Wasser. Gut, hätte ich nicht für möglich gehalten, aber scheinbar kriegen wir es auch so hin. So, dann schauen wir mal, dass wir hier diese Schnecke auseinanderfalten können. Und eventuell das Handtuch, ich werde es mal versuchen auszubeuteln, dass wir es einmal in seiner kompletten Größe, in seiner ganzen Pracht ansehen können. So, einen Moment. So, aber jetzt. Ja, das sieht gut aus. Also, das Handtuch ist mit Schwarz-Weiß ausgestattet. Wir haben hier oben das Ganze mit schwarzem Rahmen, mit schwarzem Rand hier. Und dann hier ist natürlich jetzt sehr zerknittert und zusammengefalten, aber ja, nach der ersten Wäsche sieht das dann besser aus. Hier oben dann die Ohren und hier den Rest des Panda-Gesichts, der Panda-Maske, hier in der Mitte das Kreuz, die Augen sowie den Mund. Und zu unterst in diesem schwarzen Balken lesen wir dann hier auch noch Crow. Jawohl, es ist ganz groß, also es ist echt so eine gute Größe für den Strand, kann man sich drauflegen. Und wir haben es hier zu tun mit einem, was lesen wir hier, Chimperator Productions, alles klar. Und das Ganze ist, umdrehen, das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Turkey. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Handtuch mal wieder zusammen. Einmal und zweimal, dass wir das irgendwie ein bisschen zusammenfalten hier. So. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier noch einen Sticker mit dabei. Der ist kreisförmig. So sieht er aus. Auch hier wieder Crow mit seiner Maske zu sehen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster mit dabei. Dieses Poster ist im Hochformat. Und wenn ich das ja richtig sehe, ist das einseitig bedruckt. Und wir haben hier das Foto, das wir schon aus dem Booklet kennen. Da war es allerdings im Querformat über die beiden Seiten. Da hat sich das erstreckt im Booklet. Jetzt haben wir es hier im Hochformat. Also Crow hier zu sehen in solchen Schatten, in solchen Balkenschatten. Auf jeden Fall ein interessantes Motiv und schönes Spiel der Farben hier, so mit Schwarz-Weiß. Interessante Kontraste. Jawohl, also das Poster im Hochformat und einseitig bedruckt. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann der Sticker kreisförmig. Das
nun nicht mehr ganz so stark komprimierte Handtuch in Schwarz und Weiß, auch im Hochformat, sowie natürlich das Album an sich inklusive Bonustracks, also von 14 auf 17 Tracks erweitert, und natürlich die Instrumentals zum Album. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Melodie von Crow. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Crow unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.